Hi, Lucida. Na, Licht am Aufnehmen? Die leben alle. Ich habe soeben eine Dürre überlebt. Aber ja, es könnte besser gehen. Ich habe gelernt, du musst immer genug zu futtern haben für die kleinen Scheißerchen. Sonst verhungern sie dir. Ist mir leider einmal passiert. Aber ja, aus Fehlern lernt man. Ist überbewertet. Nee, ich versuche jetzt hier hinten einen quasi zusätzlichen Staudamm zu machen, um hier einfach eine gewisse Anzahl Reserve Wasser zu haben, dass ich dann irgendwann während der Dürre hier hinunter lassen kann, damit auch über längere Dürren hinweg genug Wasser vorhanden ist. Aber ja, mal schauen. Zuerst muss ich da mal Sache mit den Getrieben im Griff kriegen. Schauen, ob das klappt mit dem Getriebe. Oh, ich habe 12 arbeitslose Biber. Ja, du siehst, ich habe bei dir gelernt mit dem Hochbauen. Hier habe ich auch noch 6 Häuschen. Also, ja. Und natürlich die Dachterrasse, die du so süß findest. Thank you.
Folgen hast du nun heute aufgenommen? Ja, das liebe Videoschneiden. Ich habe gestern Abend auch viel zu lange noch geschnitten an meinen beiden Videos. Und mein Rechner hat auf Hochtouren gearbeitet anschließend beim Rendern. Ja, was macht man nicht alles für ein gutes Video? Ja, definitiv. 16 Kerne, alle auf 100% Leistung. Nur so als Vorwarnung, falls du ein komisches Geräusch gehörst, mein Kater schnarcht unter meinem Pult. Also, ja, dem gefällt's da. Ich habe keine Catcam. Aber ich streame ja auch erst seit, keine Ahnung, das fünfte, sechste Mal, also ich bin in dieser Hinsicht noch ein totaler Newbie. Aber ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, vielleicht, man weiß ja nie. Aber meistens bin ich ja dann abends mit der Kamera unterwegs, dann fehlt mir die Zeit zum Zocken, aber heute musste mal wieder sein. Ich werde dann dafür morgen Abend bei dir wieder reinschauen. Glaube ich dir. Kann ich nachvollziehen, als ich jetzt beinahe anderthalb Jahre keine Konzerte mehr fotografieren konnte. Es hat einfach gefehlt. Aber ja, mittlerweile gibt es ja wieder Konzerte. Und ich habe sogar zwei Konzerte für nächstes Jahr in Deutschland auf meiner Liste. Da werde zwar nicht ich persönlich dann gehen, mein Kollege geht dort, aber wenn alles klappt, sind wir mit unserem Magazin am Helene Fischer und am Robbie Williams Konzert. Das wäre natürlich erste Sahne. Los, bewegen. Hier bedürfte es bald eine Staulösung à la Lucida. Ja.
den mal großes. Ah, der braucht ja Getriebe. Ne? Ich habe letztes Mal den Fehler gemacht, ich habe zu viele Häuser gebaut und dann hatte ich zu wenig Futter. Darum habe ich es jetzt langsam angehen lassen da mit den Gebäuden. Aber sind schon wieder alle voll. Also. Und sie sterben im Moment nur an Altersschwäche. Aber das Ding da. Ist jetzt besser? Kann man mich jetzt besser hören? Also die Musik ist so leise. Oder das Mikro. Für mich ist es eben Premiere mit Mikro. Ist zum ersten Mal, darum
bin ich froh, wenn ich hier ein Feedback kriege, damit ich das für später weiß. Jetzt ist die Mucke zu leise, okay. Ich habe das Mikro wegen dir eingeschaltet. Weil ich bin nicht unbedingt der große, wie soll ich sagen, quasi, sag mal bei uns, der große Sprecher, der da jeden Schritt, den er macht, kommentiert. Und ja, ist halt nicht so mein Ding. Damm zu. Ja, dann hoffen wir, wir überleben die Dürre. Danke, danke.
Es hat noch Wasser. Bis jetzt. Der Pegelstand. Karotten. Guck mal. Na, der sieht auch nicht übel aus. Nur hier ist gähnende Leere. Genau, darum kommen die Pumpen auch wieder in Betrieb. Und dann sollte das kein Problem sein. Diese Logik ist jetzt extrem logisch. Wieso ist das zu weit weg und das nicht? Ich baue den weiter nach vorne. Weg muss weg. So, jetzt kann es gebaut werden. Zu viel Wasser. Welches meinst du? Dieses da oder das oben?
Also mein Gedanke hier ist eigentlich, ich habe hier Dämme und einfach in der Mitte. Das ist meine Notfallschleuse dann, die ich dann gezielt aufmachen kann, wenn dann hier unten das Wasser irgendwann zur Neige geht. Das ist mein Gedanke. Und er ist 2 hoch, damit hier eventuell etwas überlaufen kann. Die Frage ist dann halt, überläuft es bis hier hinten? Das muss ich dann schauen. Aber vielleicht mache ich auch hier dann mal noch eine Absperrung so quer rein, damit ich hier den See auffüllen kann. Aber da muss ich dann schauen, das ist eventuell dann irgendwann schon zu weit weg für meinen Distrikt. Da muss ich dann mit einem zweiten Distrikt anfangen und da weiß ich noch nicht, ob ich hierfür schon bereit bin. Aber es füllt sich wieder mit Wasser. Oh, guck. Sie bringen Material. Schockwelle durch den Fluss. Aber wie bringe ich die dazu, schneller zu bauen? Ich warte. Ja, genau, Red Bull. Nee, es gibt doch da. Wo habe ich das gesehen? Es gibt doch Arbeiterhäuser. Das was bringt.
Okay, welcher Perk? Ich meine. Das ist dann mal später noch ein Thema, das Getreide. Es könnte das da sein, was du meinst. Das Papier und die Druckerpresse. Da ist halt einfach ein Problem, das ist extrem weit weg. Spaß, Ihnen fehlt der Spaß. Ich könnte Ihnen da ein paar noch mal zwei Dachterrassen spendieren. Ich habe keinen Platz.
Das müsste so funktionieren. Oh oh. Nee, never. Der scheint einfach zu weit weg zu sein, dass der schneller fertiggestellt wird. Naja, wenn die Türe nicht, keine Ahnung, 3 Tage länger dauert, müssten wir es überleben. Vielleicht so der eine oder andere geht vielleicht als Verlust durch, aber ja, mal schauen. Eigentlich wollte ich schon lange hier mal, dass sie diese Bäume abbrechen, aber irgendwie wollen sie nicht, dann markieren wir sie halt. Weg müssen sie.
Ja, jetzt sind wir gespannt. Genau. Er hat sich neben mich platziert und verlangt nach Streicheleinheiten. Es könnte knapp werden mit dem Wasser. Ich werde es dir schreiben. Wünsche dir einen schönen Abend. Danke fürs Reinschauen. Danke. Tschüss.
keiner verdurstet. Dürre überstanden. Jetzt muss nur noch der Damm fertig werden da oben.
Während meine Biber da kurz auf Hochtouren arbeiten, mache ich mal schnell den Check wegen Facebook und Insta, ob das ganze Zeugs immer noch down ist. Ja, es dreht und dreht und dreht. Ist tatsächlich immer noch alles down. Naja. Gibt Schlimmeres. Ein Damm, der nicht fertig wird. Er fühlt sich.
Genau vor dem Baum. Na, dann halt hier. Cool, Wasser ist voll.
Ja, so wie es aussieht, komme ich nicht das Distriktzentrum herum. Ich werde ein neues bauen müssen. Muss mich hier jedoch zuerst ein bisschen schlau machen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ein Distriktcenter funktioniert. Falls ihr Tipps habt, könnt ihr mir gerne da lassen. Ja. Ich beende die Sache heute hier und jetzt. Wasser wäre kein Problem für eine nächste Dürre. Food so oder so nicht. Ja. Nächstes Mal dann. Wünsche euch schönen Tag. Tschüss zusammen.